Die Lehrer der kommenden K13 sitzen an einem Tisch und... In der Ruhe liegt die Kraft. Jetzt aber bitte ernsthaft. Die Lehrer der kommenden K13 sitzen an einem Tisch und warten ganz gespannt auf ihre Vorgesetzten. Dann endlich öffnet sich die Tür. Begrüßen Sie doch bitte die Lehrerschaft für mich. Ja, grüß Gott, liebe Kollegen und Kolleginnen. Schön, Sie wieder alle zu sehen. Das war's. Sollen wir alle stehen bleiben? So hätten die Ferien doch wohl etwas ruhiger angehen sollen. Lassen wir das. Setzen bitte. Was haben wir? Ach ja, Stundenplan K13, 08, 09. Stunden verteilt mit Reihenfolge, ohne Zurücklegen, Stochastik pur. Herr Roth, sind wir fit? Ja, jetzt schon. Abitur 2004, Römisch 1, Aufgabe 6. Herr Huber, heute ist Stundenplankonferenz, ganz klassisch. Oh, stimmt. Dazu habe ich Bedeutendes zu sagen. Dieses Jahr wird sich bei der Ausarbeitung des Stundenplans einiges ändern. Wer schwänzt? Wir waren bei dem Stundenplan. Am besten ich zeige es Ihnen. Herr Münster? Tut mir leid, ich hatte einen Platten. Weniger Blabla bitte. Gehen Sie zur ATU, da können Sie das ganz günstig machen lassen. Okay, lassen wir das. Bitte, Herr Münster. Irgendwelche Einwände? Die Förderkursstunden fehlen. Ah, stimmt, danke. Das geht so nicht. Da müssen wir noch ein paar Physik-Leistungskursstunden dazwischen marscheln. Und vergesst mir mein Englisch-LK nicht. Nicht genehmigt. Das ist zwar ein klassisches Fach, aber nicht naturwissenschaftlich. Ich glaube, ich spinne. I throw you out of the window. Is this a dagger which I see before me? The hand towards my hand. Come, let me clutch thee. English-LK. Paraphrase it. Otherwise, you have to put some English lessons on our schedule. Nur am Meckern. Englisch kann doch die Oma. Einen blauen Elefanten kann ja jeder fangen. Streitet euch nicht, Brüder und Schwestern. Das ist keine Glaubensfrage. Tun wir doch den Damen den Gefallen. Absenten? Fehlt wer? Gmeineder, Tschirkova, Silbernagel, Toss, Riedl, Hartinger, Vogler, Schäfer, Kuhlmeier, Bratu, Kaufhold, Riedel, Hestermann. Ei, 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 da ist wohl mal wieder eine Volkskrankheit ausgebrochen. Ich sehe, ihr macht's den Stundenplan. Denkt ja an meinen Erdkunde-LK. Servus. Jetzt haben Sie mich rausgebracht. Wo waren wir? Schatz, du hast deine Brotzeit vergessen. Danke dir. Hast du meinen Schlüssel gesehen? Ich werde mal nachsehen. Was zu essen, das wäre jetzt schön. Hat wer einen Kuchen dabei? Nicht jetzt, gegessen wird in der Pause und außerdem ist das schlecht für die Figur. Oh, lenkt nicht vom Thema ab, wir haben doch noch so viel zu tun und so wenig Zeit. Sehe ich genauso. Laut einer Statistik sind 75% der Bayern zu dick. Deshalb fehlt auf unserem Plan der Sportunterricht. Sport ist Mord. Bring doch mal die Flaschen runter, hier sieht's unmöglich aus. Das gibt Sonderordnungsdienst. Damit wäre das Problem auch gelöst. Und denkt dran, den Müll runterzubringen. New volunteers, please. We need to get finished with the timetable. Nehmt bitte eure Skripte zur Hand. Ich rieche Menschenfleisch. Guten Morgen. Raus! Kannst gleich wieder heimgehen. Alles klar. Bis morgen dann. Na, der wird sich freuen, wenn er am Freitag nachsitzen darf.
Liebe Kollegen, ich glaube, das wird nichts mehr. Übers Wochenende machen wir bitte schön einen neuen, sinnvollen Entwurf für den Stundenplan, sodass Sie am Montag abrufbereit sind. Beim Test am Montag wird sonst heulen und Zähneknirschen sein. So, wer ordnet den Dienst? Ordnungsdienst, Rotmünster. Ich krieg Hefte von... Ach nee. Let's call it a day. Auf Wiedersehen. Wo sind die denn alle? Oh ja, das wäre jetzt schön. Eins, zwei, drei, gute Laune. Hakuna Matata. Es wäre lustig, wenn ihr den Zettel so halten tät, oder? Gott sieht alles und weiß alles. Aber ich, als winzig kleiner, unbedeutender Mensch, sehe nicht alles. Und deswegen irre ich. Und Gott weiß, mit wie viel Prozent ich irre. Hast du es jetzt verstanden? Yes, so we'll do that. Ganz klassisch. I really liked it, because she spoke very fluently and freely, and it was very interesting. Ich bin nicht der Herr Huber, sondern der Herr Heigl. We need fresh air. Kein Kommentar. Einfach anfangen, okay. Oh ja, das wäre jetzt schön. Ready when you are. Muss das irgendeinen Ton haben? Tomorrow, tomorrow and tomorrow. Ja, das geht aber in 2 Minuten. Das war's? Ihr seid so schön. Laut.